Der grüne Pass ist in eingeschränkter Form ab heute in Betrieb und das EU-Parlament hat für ein Verbot von Käfighaltung gestimmt. Das und mehr habe ich jetzt für euch bei den Push-News und somit Hallihallo und einen wunderschönen Freitag. Wettertechnisch schaut es von den Temperaturen hier eigentlich ganz gut aus. Die sind sommerlich warm, bis zu 27 Grad, aber zwischendurch kann es immer wieder kurz regnen. Morgen geht es eigentlich genauso weiter. Dann am Sonntag Sonnenschein, 27 Grad und der läutet dann auch endlich den Sommer ein. Denn auch die nächste Woche bleibt es warm und schön. Jetzt ist es also soweit. Der grüne Pass ist seit heute in Betrieb. Aber was ist eigentlich der grüne Pass genau? Ein Impfpass, ein Zettel und für wen gilt denn der und wie funktioniert das überhaupt? Wir haben da mal für euch die wichtigsten Facts. Der grüne Pass ist elektronisch, also nichts mit einem Wisch, sondern ihr bekommt einen QR-Code. Dieser QR-Code ist EU-konform, sodass das Reisen beispielsweise in Zukunft viel, viel leichter geht. Außerdem muss man dann auch nicht mehr so viele Daten von sich hergeben. Jetzt war es bei den Einreiseanmeldungen ja so, dass man zum Beispiel auch das Geburtsdatum hergeben musste. Der QR-Code gibt im Gegensatz wirklich nur Auskunft über deinen Gesundheitsstatus in Form von den Begriffen nachgewiesen und nicht nachgewiesen. Die Begriffe sind EU-weit gleich und bedeuten, dass eine Infektion mit dem Coronavirus im ersten Fall gegeben ist und im zweiten nicht nachweisbar ist. Den grünen Pass gibt es allerdings erst für alle Genesenen und Getesteten. Der für Geimpfte soll am 1. Juli folgen. Bis dahin könnt ihr euch ja schon mal schlau machen, wie ihr überhaupt zu eurem grünen Pass kommt. Denn das ist leider nicht ganz so easy. Ihr braucht nämlich eine Handysignatur oder eine Bürgerkarte und dann könnt ihr den grünen Pass unter der Seite gesundheit.gv.at herunterladen. Ihr kennt bestimmt alle das Empire State Building. Eines der ältesten, höchsten und beliebtesten Wolkenkratzer New Yorks. Normalerweise genießt man von dort oben die Aussicht über die Stadt. Jetzt wird es zu einem Impfzentrum umgewandelt. Und zwar von Freitag bis Sonntag wird im Empire State Building geimpft. Und ein kleines Goodie gibt's noch obendrein. Die ersten 100 Geimpften dürfen danach gratis die Aussichtsplattform des Wolkenkratzers genießen. Und das ist normalerweise echt nicht billig. Aber auch im bekannten American Museum of Natural History ist schon geimpft worden und dort hat man dann einen Gratis-Eintritt ins Museum bekommen. Auch andere Anreize gibt es für die New Yorker Bevölkerung, wie zum Beispiel Gratis-Donuts, U-Bahn-Karten und sogar Verlosungen von Gratis-Studienplätzen für Kinder und Jugendliche. Mehr als 60% der Erwachsenen im Bundesstaat New York mit rund 19 Millionen EinwohnerInnen sind bereits voll geimpft. Der Schwung der Impfkampagne hat aber in letzter Zeit nachgelassen. Das Thema Tierschutz wird gefühlt den Menschen heutzutage immer wichtiger und das ist auch gut so, denn durch dieses Umdenken wird auch die Politik darauf aufmerksam. Im EU-Parlament kam es zu einer Abstimmung für ein Verbot von Käfigen und eine überwältigende Mehrheit hat für ein Verbot der grausamen Käfighaltung gestimmt. Jetzt gerät die EU-Kommission stark unter Druck, diese Entscheidung auch wirklich umzusetzen. Den Erfolg haben wir der europäischen Bürgerinitiative End the Cage Age zu verdanken. Zahlreiche Organisationen wie zum Beispiel Vier Pfoten und rund 1,4 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger haben diese Initiative unterstützt. Bis heute werden über 300 Millionen Schweine, Hühner, Kälber, Enten, Wachteln und Kaninchen in der EU in Käfige gehalten. In Österreich gibt es nach wie vor Käfige für Sauen, also der Kastenstand, und Wachteln. Die Käfighaltung für Legehennen ist seit 2020 verboten. So, und jetzt zum Abschluss kommen wir zum Fußball, denn heute startet ja die Fußball-EM. Das heißt, spektakuläre Matches, zumindest kleine Public Viewings bis 24 Uhr sind auch drinnen und natürlich eine Top-Berichterstattung hier bei uns auf Krone TV. Ab heute geht es immer 30 Minuten vor Anpfiff des ersten Spiels des Tages mit Top-Experten wie zum Beispiel Lothar Matthäus los, also nicht verpassen. Was uns aber auch interessiert, verfolgen denn überhaupt die Österreicherinnen und Österreicher die EM? Beziehungsweise wird denn auf Österreich gesetzt? Wir haben nachgefragt. Die EM startet, am Sonntag spielt Österreich das erste Mal und wir fragen heute die Österreicher, schauen sie denn überhaupt die EM, verfolgen sie sie und wie wird Österreich abschneiden? Im Vorbeigehen bestenfalls, nein. Okay.
Wohl, das schon. Bin Optimist. Ja, ich gesagt, ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich nicht aus bei Fußball. Ich bin kein Fußballfan, mich interessiert es nicht wirklich. Keine Ahnung, aber ich glaube es halt nicht. Wir kommen aus München und wir werden bestimmt Europameister. Noch ein schönes Abschiedsgeschenk für den Jogi Löw. Das ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube persönlich nicht, dass wir wahnsinnig weit kommen werden, ganz ehrlich gesagt. Aber Potenzial hätten wir, aber ich muss jetzt leider diese Fruder-Geschichte erwähnen natürlich. Ich glaube auch, dass das Potenzial einfach nicht ausgeschöpft wird. Das war's auch schon wieder mit den Push-News. Am Nachmittag geht's dann weiter mit unserem Magazin und ebenso spannende Meldungen. Also unbedingt wieder einschalten und bis dahin einen schönen Freitag. Bis dann! Boom, 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 boom.